Unsere Reporterinnen und Reporter sind ja für Studio 2 den ganzen Sommer in ganz Österreich unterwegs. Diese Woche ist es Vorarlberg und heute geht es ins große Walsertal, genau gesagt nach Blonz. Und wenn ein Vorarlberger Blonz hört, dann hat er schlechte Erinnerungen, leider Gottes, nämlich an das Lawinenunglück von 1954. Da sind 13 Lawinen abgegangen und 57 Menschen ums Leben gekommen. Aber unsere Kollegin Isabel Scharl zeigt uns heute Blonz im Sommer und stellt uns eine Vorarlbergerin vor, die schon mit 19 Jahren auswandern wollte. Aber wie so oft ist ihr das Leben dazwischen gekommen. Aber mit 50 hat sie sich diesen Wunsch erfüllt und die Welt bereist. Aber wie das bei Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern so ist, ganz weg vom Ländle kommen sie nicht. Ich melde mich heute aus dem großen Walsertal hier auf 1600 Meter auf einer Alpe oberhalb von Blonz. Ein schöner Nachmittag ins Studio und hallo zu Ihnen nach Hause. Corinna Burtscher, das ist die Frau, die ich heute hier besuche. 2015 hat sie beschlossen, sich einen großen Traum zu erfüllen, nämlich Vorarlberg zu verlassen und die Welt zu bereisen als digitale Nomadin. Aber den Bezug zur Heimat wollte die Tanzpädagogin nie verlieren. Und so verbringt sie seit 5 Jahren jeden Sommer auf ihrer Hütte. Sie sagt, ich ziehe mit den Kühen auf die Alpe und dann im Herbst wieder ins Tal und in die Welt hinaus. Und da entdeckte ich im Internet digitale Nomaden. Das sind Menschen, die ortsunabhängig arbeiten können und arbeiten und leben kombinieren. Ich habe dann weiterentdeckt, auch Co-Living, wieder so ein Wort. Co-Living ist für digitale Nomaden so eine Wohngemeinschaft. Da hat jeder sein eigenes Zimmer, es gibt eine Gemeinschaftsküche. Ich koche alleine, wir kochen zusammen. Am Wochenende unternimmt man was. Corinna Burtscher genießt es, dass ihr neuer Lebensstil es ihr ermöglicht, ganz im eigenen Rhythmus zu leben, zu tanzen und im eigenen Takt zu arbeiten. Sie schreibt Beiträge für Schulmagazine, ist Referentin in der Lehrerfortbildung und schreibt Bücher. Das Leben auf der Alpe ist der perfekte Rückzugsort. Ich liebe die Ruhe und natürlich vor allem die Einfachheit. Ich liebe es zu heizen, wenn ich was essen will, wenn ich Wärme will. Ja, es ist einfach die Einfachheit, die Ruhe. Man bekommt mehr Respekt vor der Natur. Man unterliegt mehr dem Wetter. Man sieht die Tiere anders. Ja, ich liebe diesen Platz einfach. Den sicheren Job kündigen, den Hausrat verkaufen, sich von den 2 erwachsenen Töchtern verabschieden, von Schülerinnen Abschied nehmen. Die Thüringerin ist auch noch 5 Jahre danach glücklich, dass sie ihrem Bauchgefühl gefolgt ist, sie die Sicherheit gegen die Freiheit einer digitalen Nomadin eingetauscht hat. Also es ist schon so, dass ich sehr gut alleine leben kann. Ich nähre mich im Alleinsein. Und auch wenn ich reise, bin ich oft alleine. Das hängt ja immer von mir ab. Bin ich jetzt offen, zum neuen Menschen kennenzulernen? Ich habe immer so viele Ideen und so viele Gedanken. Und ich empfinde es als wahnsinnige Lebensqualität, dass ich meinen eigenen Gedanken nachgehen kann. Und hier oben ist es ja sowieso ein Traum. Man lernt, was es heißt, den eigenen Rhythmus zu leben. Man schaut viel weniger auf die Uhr. Und man kann Prozesse laufen lassen. Also ich merke es jetzt wieder beim Buchschreiben. Was gibt es Schöneres, wenn ich in einem Thema drin bleibe? Höchstens es kommt ein spontaner Besucher oder der Waldhirt und fragt, ob er einen Kaffee bekommt. Dann kann ich natürlich nicht sagen, ich bin jetzt im Buchprozess. Ich bin doch noch auf der Alpe. Aber sonst, es ist einfach wunderbar. Die Menschen auf der Alpe sind ein eigener Schlag. Wie haben Sie da auf Corinna Burtscher reagiert? Erstens war ich nicht die typische Elblerin. Ich musste auch erst mal hineinkommen. Sie waren sicher auch ein bisschen irritiert, aber wir sind ja eine sehr schöne Alpgemeinschaft. Sie sind sehr offen und ich bin ja doch alleine hier oben und man ist auf die Hilfsbereitschaft aufeinander angewiesen.